Liebe Brüder und Schwestern, liebe Wallfahrer, ja, wir sind unterwegs. Ja, unser ganzes irdisches Leben ist wie eine Pilgerreise, wie eine Pilgerfahrt. In dieser Zeit sind wir auf dem Weg zum Ziel, das Ewigkeit heißt, ewiges Leben. Ja, unser Lebensweg ist ergleicht einer Wallfahrt. Und unterwegs brauchen wir immer wieder eine Pause, eine Stärkung. Wir müssen immer wieder neue Kraft schöpfen, aufdanken sozusagen, damit wir nicht kraftlos werden, damit wir nicht stehen bleiben und vor lauter Müdigkeit nicht mehr weiter können. Diese Kraft auf unserem Weg kann nur Gott uns schenken. Auf unserer irdischen Pilgerreise. Jesus möchte für uns diese Kraftquelle sein, so haben wir eben im Evangelium gehört. Er gibt sich hin als das wahre Brot vom Himmel, als Speise und Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, so sagt Jesus. Und damals konnten seine Zuhörer nicht verstehen, was er gemeint hat. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Wie können wir sein Blut trinken? Das klingt ja eigentlich furchtbar, ja unerträglich. Heute wissen wir, was Jesus gemeint hat. Er schenkt sich uns in der heiligen Eucharistie. Wenn wir zur heiligen Messe zusammenkommen, dann gibt er sich uns hin in diesem kleinen Stück Brot. Das ist sein Leib, sein Fleisch, sein Blut, eine geistliche Speise. Und obwohl wir nur Brot sehen, nur ein kleines Stück Brot, wissen und glauben wir, dass es wirklich der Herr ist, sein Leib, sein Fleisch und Blut, dass er sich wirklich selber uns schenkt, aus einer unermesslichen, unfassbaren Liebe heraus, möchte er unsere Nahrung sein. Damit wir auf unserem Lebensweg nicht ermüden, nicht den Mut verlieren, nicht irgendwo ohnmächtig, entkräftet liegen bleiben, damit wir nicht den Glauben an ihn und die Güte Gottes verlieren, an seine liebende Vorsehung. Ja, die heilige Eucharistie ist der höchste Ausdruck der Liebe Gottes zu uns, der Liebe des Vaters, der Liebe des Sohnes und des Heiligen Geistes, ja, dieser unfassbaren, unergründlichen Liebe des dreifaltigen Gottes. Eucharistie, Brot des Lebens. Nur die göttliche Liebe konnte sich so etwas ausdenken, konnte so etwas zustande bringen. Ja, dieses Brot, das wir auf den Altar legen, es wird gewandelt durch den Heiligen Geist in den Leib und das Blut Christi. Das dürfen und sollen wir glauben, daran sollen wir festhalten. Es gibt ja so ein Sprichwort, das sagt, ich habe dich zum Fressen gern. Wenn ein Mensch einfach so gern hat, dass man ihn am liebsten essen würde, in sich aufnehmen würde, vielleicht haben Sie das schon gehört. Aus Liebe möchte man ganz eins sein mit dem anderen. Das möchte Gott auch für uns. Er möchte sich eins machen mit uns, er möchte mit uns eins werden, damit wir mit ihm eins werden, in einer Liebe, die wir nicht fassen können. Ein Herr, ein Glaube, ein Herz und eine Seele sozusagen. So wie auch die Urgemeinde, wie wir lesen können, ein Herz, eine Seele war. Das bringt dieser Geist Gottes, dieser Geist der Liebe zustande. Er macht eins. Er nimmt alles hinweg, was trennt. Er schenkt die Kraft zum Verzeihen immer wieder neu. 7 × 77 also immer. Weil Gottes Kraft, Gottes Liebe stärker ist als alles andere. Ja, vertrauen wir dem Herrn.
kommen wir mit Glauben, mit gläubigem Herzen zu ihm. Er möchte unsere Nahrung sein, damit wir Kraft haben, in allen Prüfungen, in allen Leiden und Schwierigkeiten des Lebens, damit wir neue Kraft schöpfen, damit wir unsere leeren Batterien sozusagen, unseren leeren Akku wieder aufladen mit ihm, mit seiner Gnade, mit seiner Gegenwart, mit seinem Heiligen Geist. Ja, damit wir auf diesen sieben Säulen stehen, auf diesen sieben Säulen der Weisheit, wie wir heute in der ersten Lesung gehört haben. Ein Bild für die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die uns geschenkt worden sind. Schon in der Firmung, ja schon in der Taufe. Ja, möge der Geist Gottes uns stärken, damit wir die Zeit unseres irdischen Lebens gut nützen, damit wir die Zeit nicht vertun, sondern sie als Geschenk Gottes dankbar annehmen, damit wir hinhören auf den Herrn, auf das, was er uns sagen möchte, auf den Geist Gottes, wohin seine Liebe uns führt und treibt. Dann wird unsere irdische Lebenszeit eine Zeit des Segens sein, eine Zeit der Gnade. Und der Herr möchte uns immer tiefer mit sich und seinem göttlichen Leben verbinden. Ja, lassen wir uns vom Herrn stärken und erneuern. Er erfüllt uns mit seinem göttlichen Leben, mit seiner göttlichen Kraft. Dann können wir sein neues Gebot, das er uns am Abend vor seinem Leiden gegeben hat, immer besser verwirklichen. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Ja, möge der Herr uns reinigen von aller Schuld. Möge er uns stärken und erfüllen mit seinem Geist, damit wir Zeugen seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit sein können. Ja, damit wir Kraft schöpfen in ihm und wir in allen Prüfungen des Lebens standhalten, damit wir sie bestehen, damit wir auf den Herrn schauen, der unsere Auferstehung und unser Leben ist, der immer mit uns auf dem Weg ist, der immer bei uns bleibt mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Amen.